Mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Zwickauer Hauptmarkt hatte es gestern begonnen. Heute ging der Aufbau des Weihnachtsmarktes weiter voran. Die ersten Buden stehen bereits, doch bis zur Eröffnung des Marktes am 27. November haben die Arbeiter noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Dabei ist es nicht in jedem Jahr das Gleiche. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt überrascht die Besucher immer wieder mit Neuerungen. Das sieht man bereits in der Verbindungsachse zwischen dem Kornmarkt und dem Domhof. Hier ist an den Straßenlampen schon die Festbeleuchtung angebracht, denn diese Straße wird 2018 erstmals eine wichtige Verbindung zwischen dem schon existierenden Weihnachtsmarkt und dem neuen historischen Teil auf dem Domhof. Dort werden schon bald die Buden aufgebaut, die kleinen Weihnachtsbäume stehen bereits. Man sieht, Zwickau meint es ernst, den Kampf um den schönsten Weihnachtsmarkt in Sachsen zu gewinnen.